Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wochenorakel bis 8. Oktober 2017. Es besteht alles aus Energie. Es gibt Menschen, dazu gehöre ich auch, die nehmen die Energiefelder sensitiv wahr und haben die Intuition, das auch bildhaft darstellen. Und dazu eignet sich ganz gut die Kunst des Kartenlegens. Es ist auch möglich, ein Wochenorakel auslegen oder ein Monatsorakel auslegen, und das entspricht auch die Wahrheit. Und das möchte ich Ihnen anbieten in diesem Wochenorakel, und das werde ich auch in Zukunft tun. Was aber unmöglich ist, dass diese Orakel, diese Legung für jede einzelnen gilt. Es ist einfach nicht möglich. Warum? Es ist meine Energie, das ist mein Wahrnehmen. Das ist die Zeitqualität, wie ich das wahrnehme, wie ich das auslege, wie ich das deute. Die Menschen, die zu mir einen Bezug haben, ich könnte sagen, wenn wir in die gleichen Wellenlängen sind, dann trifft es auch zu. Dann werden sich selbst dabei erkennen. Und Menschen, die zu mir keinen Zugang haben, weil wir fremd sind, weil wir füreinander keinen Bezug haben, wird diese Orakel, dieses Bild nichts aussagen. Allerhöchstens ist ein Zufall, aber da ist die Trefferquote sehr gering oder trifft überhaupt nicht zu. Ist auch kein Fehler. Es ist einfach die Realität. Astrologie ist es anderes, weil die kosmische Energie, die Sterne, Sonne und Mond bestrahlt uns alle gleich. Wir nehmen zwar das andere wahr, aber die kosmische Energie ist für jede das Gleiche. Also die astrologische Wochenprognose oder Jahreshoroskopen, zum Beispiel Jahresprognosen, das ist zutreffend. Zwar wirkt bei jedem anderes, aber die Energie, die kosmische Energie, ist für uns alle gleich. Im Kartenbild, bei diesem Orakel, ist aber das anderes. Das ist mein Handwerk, das ist meine Energie, das kommt nicht von dem Stern. Und es trifft nur diejenigen zu, wo zu mir ein Bezug habe. Es besteht aber die Möglichkeit, das individuell machen. Und ich nehme Ihre Energie auch wahr in dem Moment, wenn wir in Verbindung stehen. Entweder telefonisch und Sie rufen mich in mein Hotline an oder schriftlich und buchen eine Blitzberatung. Und das würde ich empfehlen. Wie funktioniert eine Blitzberatung? Sie schreiben mir ein E-Mail. E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Bitte dazu schreiben Wochenorakel oder Monatsorakel. Und dann lege ich die Karten aus, immer grundsätzlich die großen Kartenblatt. Speziell für sie ganz individuell maßgeschnitten. Pro Themen kostet 10 Euro. Es kann eine Allgemeinlegung sein, dann werde ich die Themen pro Themen 10 Euro berechnen, aber Sie können einen bestimmten Themen auswählen und dazu schreiben mich interessiert Liebe, Partnerschaft. Oder dazu schreiben mich interessiert diesmal die berufliche Situation. Oder ich möchte die Finanzen wissen oder die familiäre Situation oder die Gesundheit. Aber bei Gesundheitsfragen muss ich dazu erwähnen, ich bin kein Arzt, ich bin kein Heilpraktiker, ich gebe auch keine Diagnose, aber eine Tendenz, ob da eine Verbesserung da ist, ob das die richtige Behandlung ist
oder was könnte die Ursache sein, die psychische Ursache sein, da bin ich für Sie gerne da. Aber ich möchte nicht die Verantwortung übernehmen bei einem Heilprozess. Da sind die Fachleute da und bitte das in Anspruch nehmen. Also Sie stellen Ihre Fragen und ich beantworte das persönlich blitzschnell. Also das ist die Möglichkeit, Ihren persönlichen Wochenorakel oder Monatsorakel buchen. Und jetzt im Allgemeinen die Tendenz für diese Woche, wo dieses Gefühl haben, dass das anspricht, dann für diese Menschen spreche ich, für die andere wird das auch nicht zutreffend sein. Thema Ämtern, das kann Finanzamt sein oder Banken oder eine Versicherung, kann auch eine Schule sein, da haben wir Termin oder etwas Schriftliches noch zum Erledigen. Es kann passieren, dass sind noch Unklarheiten da oder das bedrückt uns, aber es ist wichtig, in Ordnung zu bringen. Finanzen. Es sind auch noch Unklarheiten da und es ist auch wichtig, um die Finanzen kümmern und die Finanzen auch in Ordnung bringen. Gedanken sollen wir überprüfen, weil wir denken über eine bestimmte Situation und das ist Bereich Familie. Wir denken oder wir denken über jemand von der Familie falsch. Also wir sollen unserem Gedanken für eine Person oder über die familiäre Situation ein bisschen ordnen, ändern. Eine gute Nachricht ist zum Erwarten, das ist Bekanntenkreis, Freundeskreis. Es kann auch eine Einladung sein, es kann auch ein Geschenk sein. Verbesserung, Veränderung in beruflichen Situation, da liegt das Glück. Entweder ändert sich im beruflichen Umfeld etwas, kommt mehr Klarheit, mehr Orientierung oder Anerkennung. Es liegt auch die Glück dabei. Oder jetzt besteht die Chance, beruflich etwas verändern. Die Energie ist sehr gut da. Was auch sehr schön ist, die liebe Partnerschaft. Die beiden Hauptpersonen, der Mann und die Frau, schauen sich auch an, ganz liebevoll. Das bedeutet, man zeigt Gefühl und das ist ein Entgegenkommen oder eine Versöhnung. Es ist schön und harmonisch in den kommenden Tagen. Gesundheit. Wir fühlen uns erschöpft oder müde. Eine Erkältung ist möglich. Ein Ausgleich gibt die Freizeit, eine kleine Reise, ein Spaziergang oder Kinobesuch, also etwas unternehmen, auch mal aktiv zu sein. Eine Reise sowieso ist sichtbar in diesem Kartenblatt. Das kann auch ein Urlaub sein, kann aber auch ein Ausflug sein. Und das ist die Wochentendenz, mein Wochenorakel. Wenn Sie Interesse haben, das maßgeschnitten auslegen lassen. Dafür bin ich da und das können Sie gerne als Blitzberatung buchen. Und ein guter Rat oder Klarheit ist auch Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich blitzschnell. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.